Thunderfool. Geil. Von Thunderfool spiele ich gerne Spiele. Elias, powered by Elias, Adaptive Music, Leute. Geil, sagt mir gar nichts. Aber wahrscheinlich, oha. Also der Stil, der gefällt mir. Gefällt mir schon mal wunderbar. Eine glänzend geile Atmosphäre. Ähnelt ein wenig dem anderen komischen Spiel, was wir letztens gespielt haben. Wie hieß das nochmal? Slime Ranger 2. Hat was, auf jeden Fall. So, wir gehen wie immer erstmal in die Settings und gucken uns so die Möglichkeiten an. Field of View, wenn es geht, hochmachen. Wobei wir jetzt schon Spiele erlebt haben, da sollte man das lieber nicht einstellen. Okay, warte mal. Wir müssen langsam runterscrollen. Was sonst explodiert es hier komplett. Resolution. V-Sync ist on. Perfekt. Vibration. Font Size. Ich denke, das ist alles okay. Das ist alles an. Das ist auch alles okay. Achso, der geht automatisch von oben wieder los. Das ist ja wild. Languages. Können wir auch nochmal reingucken. Wir haben Deutsch. Audio. Auch Deutsch. Oh, das Spiel geht's komplett. Okay, Respekt. Leute, kann man sich jetzt schon auf die Wishliste setzen? Einfach nur, weil... Na, ist schon mal gut. Pluspunkt. Wir gehen mal rein in die Story. Wir labern nicht so viel. Sehr schöne Ladeanimation. Fetter Pluspunkt für Ara, auf jeden Fall. Das heißt, der Ozean sei groß. Ich weiß es nicht. Sie weiß es für nicht. Für mich hat er immer am Horizont aufgehört, wo das Wasser auf den Nebel trifft. Ich wünschte, ich könnte sehen, was dahinter ist. Oh, das... Okay, Grafik gefällt mir. Und den Platz. Oma sagt, dies sei unser sicherer Hafen. Dass der Leuchtturm uns schützt. Aber ein Teil von mir will mehr. Schwer vorzustellen, dass diesmal eine andere Welt war. Dass man die Tür öffnen, rausgehen und einfach laufen konnte, wohin man wollte. Aber das war vor dem Nebel, bevor die Stadt versank. Bevor die Dreckpfoten auftauchten und uns alles nahmen. Der spektakuläre Sonnenaufgang blieb uns jedoch. Die Pfoten konnten wohl keinen Weg finden, uns den zu nehmen. Ach, die Damen! Von wegen, Damen! Reparaturbedürftige Sachen, oder? Ja, etwas für Ursula drüben bei den drei Schläfern. Die Ursula! Kondensator. Und noch irgendwas. Du wüsstest das schon. Der ist wieder kaputt? Wie schafft sie das nur? Zu meiner Zeit pflegten wir unsere Sachen. Hi, Sigrid. Im Korb sind auch ein paar Krebse. Hallo, Herr Bane. Musst du nicht irgendwo hin, Bane? Wir haben hier zu tun. Ich sollte los. Der Nebel kommt näher. Ach ja, Doris. Hast du zuletzt mit jemandem geredet? Ist sein Mund am Bart vorne dran? Getan, oder? Es heißt, die Dreckpfoten wurden beim Platz gesehen. Hab sie nicht selbst gesehen, aber... Soll das etwa ein Witz sein? Schön wär's. Sei vorsichtig, okay? Ich konnte schon auf mich aufpassen, als du noch nicht geboren warst. Zieh Leine! Die Luft strotzt geradezu vor Dunkel. Wir brauchen mehr Funken, um diesen Nebel zurückzuhalten. Schon dabei. Denk dran, mach nichts mit den Händen. Nur mit dem Netz, sonst... Aber mit den Händen ist es doch am besten. Wie früher immer die von Opa. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Frühere Leistungen zählen nicht, Schrimmchen. Das sag ich dir. Worauf wartest du noch? Hab vorhin am Strand einen Haufen von Funken gesehen. Dann geht's los. Schau auch beim Brunnen und bei Opas Denkmal nach. Okay. Ein so. Kommen immer dem Leuchtturmspeicher. Vergeude die nicht. Okay, da sind wir schon mal drin. Ich sag mal, Gandalf sagt, sieht ein bisschen aus wie Zelda Wind Waker. Hat auf jeden Fall Parallelen. Das ist einfach dieser Stil, weißt du? Ja, wobei, die Charaktere auch so ein bisschen, ne? Ne, doch, hat schon was.
Ich glaube, ich lasse mir übrigens jetzt einen Bart wachsen. Ich mache da mal so ein Experiment, aber bloß hier so. Der hier, der bleibt natürlich weg. Dass der jetzt da ist, das ist ein Unfall. Ich will mal gucken, wenn ich lange genug wachsen lasse, ob hier doch mal irgendwann was kommt. Ist nur ein Experiment. Der kommt irgendwann wieder ab. Aber ich will mal gucken, ob... Mal gucken. Unfall. Ja, nee, doch, ist ja so. So, oh, Text. Tagebuch aktualisiert. R. Man durfte das Observatorium nur mit Eintrittskarte betreten. Aha. Wen interessiert das? Nein, Spaß. Also, der Himmel sieht sehr chaotisch aus, muss ich sagen. Aber so an sich, die Grafik ist schon mal mega cool. Gucken wir, ob wir eine Karte haben. Wir haben eine... Ach du Scheiße, wir haben eine Karte. Oh mein Gott, okay, das ist eine riesige Open World, so wie es aussieht. Der Funkensammler. Funken beim Leuchtturm. Okay, zwei Stück müssen wir sammeln. Ich guck mal ganz kurz hier so ein bisschen durch die Gegend. Oh, guck mal da. Tagebucheintrag. Lesen. Eine Feder von Steven. Herrn Benes Möwe. Oder Herrn Beines. Herr, ich sag Herr Beines Möwe. Wenn er will, segelt er ruhig und beständig durch die Luft. Doch seit Beine sich um ihn kümmert, ist er viel zu faul dazu. Er ist wohl etwas bequem geworden. Ich nicht. Ich will nicht mehr umsorgt werden. Ja, ja, der gute Herr. Der gute Herr Beine. So, ich gehe mal davon aus, dass das hier der Leuchtturm ist, ne? Hau fest drauf. Ach da. Oh Gott. Ich wollte gerade Schwung holen. Zum Angriff. Drücke linke Maustaste. Mit G? Also. Obwohl, ich hätte das noch nie gemacht. Oh, hab ich ja auch noch nie. Und da ist der nächste, Leute. Und. Leuchtturm klar. Der Nebel kommt heute ganz schön nah. Das muss einen Grund haben. Ich sehe mir das mit Anita an, sobald wir fertig sind. Ich dachte, du wolltest erst rausfahren, wenn sie neu lackiert ist. Not kennt kein Gebot, Siggi. Gerade. Okay, geil. Wir haben jetzt schon alle Kombos raus. Funken beim Brunnen. Da sehe ich Brunnen. Ach Mann. Zum Springen zurück. Ja. Wissen wir. Guck mal hier. Ich kann sogar schon fliegen. Immer mit Ruhe. Da ist der Brunnen. Oh, cool. Nee, das war kein Funken. Da wurden wir ein bisschen getrollt. Warte. Da komme ich hoch. Sehr gut. So, aber wie kommen wir da hoch? Zum Ausführen eines Doppelsprungs in der Luft erneut Leertaste drücken. Ja, das bringt mir gerade nicht viel. Aber guck mal hier. Ah, perfekt. So, wir haben die Funken geklärt, Leute. Du bist doch nicht raufgeklettert. Das schadet dem Steindekor. Ich bin doppelt gesprungen mit der Leertaste, Oma. Iris hat das als Kind auch oft getan. Ich bin gesprungen. Mama, hat sie hier oft gespielt? Sigrid, ich habe keine Zeit für Geplauder. Sammle die Funken ein. Die Oma, die ist aber... das ist eine typische Oma, oder? So eine mörrische, alte Oma. Also es gibt ja viele nette Omas, aber das ist eine mörrische, alte. Die hat Stress, weißt du? Die hat im Leben nichts mehr zu tun, außer von Leuten Sachen zu reparieren. Oh, Notiz. Wir lesen weiter. Bestimmt eine, die immer aus dem Fenster gafft. Ja, genau. Nur hier noch ein bisschen krasser. Die guckt uns anscheinend über... Seven vs. Wild! Ich hätte in den Dschungel gemusst. So, wo war ich? Man durfte, ach da, Opa hat Pflanzen ganz genau studiert. Ich bin froh, seine Illustration zu haben. Fühlt sich fast an, als hätte ich sie in echt gesehen. Haben wir seine Illustrationen? Wir sammeln die doch gerade erst ein. Wir haben sie ja gar nicht wirklich, oder? Komm schon, da haben wir den nächsten Funken, Digga. Okay, die beim Denkmal habe ich gefunden. Hey, Oma, warum haben wir keinen Stein für Mama? Funken am Strand. Steine sind für die Toten. Aber sie ist schon so lange... Was ist denn heute los mit dir? Weniger reden, mehr Funken sammeln. Oma! Sind deine Fenster beschlagen oder was?
So, warte mal, wir sollen Funken am Strand sammeln. Da sind sie. Ich habe einen gesehen. Nö, keine Ahnung, was ich gesehen habe. Da ist definitiv keiner, das kann ich euch versprechen. Hm. Wenn wir ins Wasser springen, sind wir wahrscheinlich... Halt, die kann doch auf dem Wasser laufen, oder? Ich kenne von dem ganzen Spiel nur zwei GIF-Animationen und auf beide Animationen läuft sie auf Wasser. Na ja, gut. Das ist jetzt schon wieder sehr... Schneide ich raus. Schon wieder sehr unangenehm. Funken am Strand. Wo sollen denn hier noch Funken sein, Leute? Ich war doch sehr akribisch beim Einsammeln. Was für ein Strand meint sie? Das war ja der Brunnen. Das waren die Dinger. Ich meine, genau genommen ist das ja alles Strand. Sehen wir das nicht auf der Karte? Ach, guck mal da. Da sind wir, ich glaube. Das ist hier so, ne? Ja, genau. Hier müssen die irgendwo sein. Moin, Oma. Ich suche hier noch die zwei Funken, die ich nicht finde. Ja gut, da scheitert es halt auch schon wieder, ne? Die Funken am Strand. Schon längst aus der Spielwelt gebannt. Ach du Kacke. Ach so. Perfekt. Ah, zum Glück sind wir gut. Ich glaube, das waren alle am Strand. Du gehst nicht nah ans Wasser, oder? Nur um die Funken zu holen. Du weißt, was in diesem Wasser passieren kann. Die Leute meiden. Ja, man stirbt. Ohne Grund. Nur ein paar Meter in die Tiefe und. Ich weiß. So, na gut. Oma, dann gib mir mal die nächste Aufgabe. Ich meide das Wasser, keine Sorge. Ich dachte, ich wäre gut, aber. Das sollte reichen. Wir können halt nicht schwimmen. Bei dem Nebel brauchen wir alle Energie, die wir kriegen können. Oma, was war das von wegen Dreckpfoten? Ich wünschte, du könntest in einer Welt leben, in der es diesen Abschaum nicht gibt. Aber sind sie wirklich zurück? Wenn ja, sollten wir besser die Luken dicht machen. Dieser Anblick gefällt mir nicht. Der Strahl des Leuchtturms hätte ihn schon verdrängen müssen. Warum geht... Oma, Herr Bain! Sigrid, Entdeckung! Dreckpfoten, glaube ich. Wavetail. Ein spannendes Abenteuer, gespielt von Sierra TFK. Ja, krass, Digga. Oh, wir sind ein bisschen... Ah, das sieht nicht mehr schön aus. Ich glaube, die Insel ist im Ass. Würde ich jetzt mal so tippen. Wir sehen ein bisschen angedutscht aus. Oh, da ist sie im Wasser wieder. Oh, oh. Direkt Endbosskampf, Leute. Ich glaube, ich weiß, wie wir über Wasser laufen können, Leute. Als ob.
Als ob. Hä, wie cool ist das denn? Aber hä, aber das kam doch mit dem Schwarz. Ich bin gerade, aber cool. Oha. Ah, jetzt können wir... Hä, das ist ja cool gemacht, oder? Können wir auch springen? Oha. Was macht uns, was macht der Charakter, wenn wir diesen hier machen? Oha, das ist cool. Das ist ja cool. So, was müssen wir machen? Warte mal, wir gehen mal zurück zur Insel. Wir müssen gucken, was mit Oma ist. Wir müssen trinken, gucken, was mit Oma ist. Oma? Oma, kannst du mich hören? Ich komm. Ich hab noch nie so viel Dunkel. Oha! Jetzt geht's auch auf die Fresse! Das sage ich aber. Sarah TFK steht nicht nur für Gaming, sondern auch für Frieden. Meistens. Komm schon. Oh. Nein, Iris, warte. Oma. Hast du dir wehgetan? Ich sah, da war... Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Wenn das der Plan der Pfoten ist, dann... Du siehst ganz blass aus. Oh, es ist nur... Da ist etwas... Etwa Anita? Ist sie gekentert? Nicht das Boot. Komm einfach mit. Ist eine gute Frage. Ist das Spiegelbild... Bleib zurück, Kind. Ich hol die Harpune und... Nein, er ist ungefährlich. Er half mir, dich zu retten. Half dir? Ja, also... Sieh einfach zu. Sigrid, hast du den Verstand verloren? Wir brauchen mehr Funken, Oma. Und ich kann sie holen. Kommt nicht in Frage. Er tut mir nichts, versprochen. Und im Grunde bin ich nicht im Wasser, nur darauf. Wir haben keine Wahl. Ach, wie du willst, Mädchen. Aber gewöhn dich nicht dran. Oha. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil eigentlich kam das Ding, was das auch immer ist, ja, quasi in dieser dunklen Welle. War er mir jetzt mit der dunklen Welle, um uns wirklich zu helfen, oder hat er die dunkle Welle zu uns gebracht? Ist er jetzt böse? Also unser Spiegelbild ist es ja nicht wirklich, ne? Es ist nicht unser Spiegelbild, aber irgendetwas, was halt mega krass einfach ist. Um schneller zu laufen, Shift drücken, das wissen wir. So, wo müssen wir hin? Springen, Doppelsprung, boosten. Ja, das, was? Achso. Ah, lol. Wir können sogar in dem Buch malen. So, auf wo müssen wir jetzt hin? Ah, guck mal, wir müssen hier die drei Punkte. Ah, wir müssen einfach nur Funken sammeln. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal zuerst dahin. Was bist du eigentlich? Der Schatten. Ich meine, du das ist ein Schatten. Mit den Monstern aufgetaucht. Von wo? Ach, reden kann der Schatten nicht. Boah, geile Atmosphäre, Leute. Geile Atmosphäre. Oh, ist das schön. Ach so, wir können... Ne, hä? Wir können irgendwie rechts klicken. Aber keine Ahnung, was dann. So, wir müssen Funken sammeln, Leute. Ist also quasi ein storybasierendes, ja, ich sag mal, ich nenne es mal ein Jump'n'Run-Spiel, wa? Da haben wir wieder Story-Schnipsel. Oha! Asta! Wow! Das war absolut, das war humormäßig krass. Ich, wie komme ich weiter? Leertaste, Enter, G. Eins? Oh, mit der Eins-Taste? Ist ja wild. Ist ja was ganz Neues. Oh, hallo. Mir war, als hätte ich irgendjemand auf dem Wasser laufen sehen. Dachte mir aber, du wärst nur ein Teil von, was ich immer da drin gesehen habe. Oh ja. Ich nehme an, diese Art von Fortbewegung ist ziemlich ungewöhnlich. Naja, ich surfe auch. Ich kenne die Freiheit auf den Wellen. Wow. Ist das ein Funkennetz? Wenn du Funken suchst, vor der Welle ist ein saftiger auf dem Turm geklettert.
Ja. Den solltest du dir schnappen können. Such dir einen Ort zum Festhaken und verwende das Netz, um dich nach oben zu befördern. Alles klar. Das Netz brauchen wir also auch zum nach oben befördern. Was haben wir hier? Opa hat Pflanzen genauso studiert. Ich bin froh, seine Illustrationen zu haben. Hä? Nachtgarten. Ein doofes Observatorium. Das hatten wir da alles schon. Ah, keine Ahnung. So, warte mal. Hier oben drauf ist ein Funke, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Zum Erreichen von schwierigen Stellen E drücken. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. E. Das P in Serie TFK steht für Peace. Siehst du? Da weiß jemand, von was er spricht. Oh mein Gott. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es scheint zu klappen. Hier was? Ist ein ganzer Haufen Pünktchen. Oh, wie süß sind die denn? Ja, entspann dich. Wir müssen klein anfangen. Ja, guck mal, hier haben wir doch noch einen größeren Funken. Perfekt, Digga. Ne? Habe ich euch zu viel versprochen? Ein riesiger Funke. Und jetzt? Haben wir den jetzt? Hier sind ja gerade. Das ist der da. Haben wir den jetzt? Ich bin leicht verwirrt. Hauptquest. Fokussieren. Wo du kursier den? Anheften. Ah, da, der liegt jetzt hier rum, oder was? Nee, hä? Wir haben doch jetzt den Funken, oder nicht? Ich bin leicht verwirrt. Ich würde sagen, wir haben den Funken, ne? Wir können hier weiter. Dann hauen wir hier mal wieder fleißig ab. Dann gehen wir jetzt darüber. Genau, dahin. Ich hau mal das Wahre. Guck mal, so sind wir viel schneller mit Beschleunigung. Ich wollte ja eigentlich beschleunigen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ah, das ist schon cool. Wenn man das im echten Leben könnte, Alter. Was denn jetzt? Wird es dunkel? Oha, sogar. Nee, hä? Hohe Welle, die nehmen wir mit. Boah, was eine Beschleunigung, Digga. Guck mal, da ganz oben wieder Funke drauf. Ach so, und die Maschinen, die wir haben, mit dem Funken zusammen, damit können wir die Dunkelheit wahrscheinlich zurückschlagen. Oha, wir können die sogar einfach so einsammeln. Zack. Was ist das da? Nix. Ich guck gerade mal, ob hier noch irgendwo Funken sind. So, hier sehe ich jetzt gerade gar nichts. Aua. Nein. Okay, nee, hier sehe ich gerade gar nichts mehr. Oh, direkt hier. Jeha! Und da sind wir schon ganz oben drauf. Lol, der Funken, wo wir gerade waren, da sollten wir noch gar nicht hin. Krass. Das war irgendeine ganz andere Mission. Das ist ja strong. Okay, haben wir eingesammelt. Auch zum nächsten. Oh, ist der in der Pampe drinne? Warte mal, wir sind zu langsam, ne? Ich glaube, wenn wir hier so beschleunigen, ist das schneller. Alles fertig bei dir, Grill? Ach du Scheiße, kommst du immer näher? Keine grünen Bananen kaufen. Was? Bananen? Was soll ich mit Bananen? Es bedeutet, wir sollten nicht weit vorausplanen. Weißt du überhaupt, was Bananen sind?
Das habe ich mal Bane sagen hören. Vergiss es. Was stimmt nicht mit dir? Plapperst über Obst. Geht's dir noch gut? Kümmer dich lieber um das Schlamassel, in dem wir stecken. Das ist nicht Banane. Da können wir nicht rein, ne? Ja, Halloween, ich hatte heute keine Zeit. Die Sachen vom Halloween-Event sind noch drin, ja. Aber dafür, es gibt heute keinen Boss-Monster, von daher ist mir das eh egal. Oh, da vorne geht's weiter. Oh, was ist das denn? Generatoren können angeschlossene Geräte mit Energie versorgen. Aha. So, hier haben wir wieder mehr Funken eingesammelt. Sehr gut. Funkenkabel leuchten auf, wenn sie Energie führen. Folge ihnen, um zu sehen, wohin die Energie fließt. Machen wir doch gerne, komm. Ist ja nicht so, als gäbe es hier ganz viele Wege. Mit Hilfe von Hebeln wird Energie weitergeleitet. Zum umgelegten Umlegen eines... Hä? Wo haben wir denn... Ach, da! So, weitergeleitet. Okay, das ist schon cool gemacht. Ist auch von der Steuerung her übelst einfach. Man muss sich nicht so die Finger brechen, um irgendwas zu erreichen. Ist geil. Ist geil. War da unten auch noch ein Funke? Moment, da muss ich aber nochmal... Nee, was war das? Seht ihr da unten irgendwas? Ach nee, das ist bloß der umgelegte Hebel. Alles klar. Digga, deine Tins, ne? Kawabunker! Alles klar, komme! So, jetzt können wir die schwarze Scheiße wieder vertreiben. Das ist cool gemacht. Und wie cool das Ding da unten drunter aussieht. Guck mal, oh mein Gott, wir surfen auf seinem Rücken. Okay, das ist strong. Das ist richtig strong. Das haben wir nett gemacht. Gut. Jetzt nur die Frage, wo ist der Generator? Oben drauf oder? Fülle den Funkentank. Ja, jetzt nur die Frage, was und wo ist der Funkentank? Hatten wir das schon gelernt? Nee, ne? Wir wissen nicht, was der Funkentank ist. Ich guck mal ganz kurz. Müssten wir theoretisch sehen können. Ich würde sagen, ein bisschen nach da. Da müsste irgendwo der Funkentank sein. Oh, in die ekelhafte Pampe rein. Hier beim Schiff? Oma, hilf mir doch mal. Ich weiß nicht, was der Funkentank ist. Ach, da. Ah. Oma, geh Ding. Ich bin Profi. Ich krieg alles raus. Oha. Alles klar, und jetzt haben wir die schwarze Pest ein bisschen nach hinten gebracht. Das Dunkel scheint vom Platz verschwunden zu sein. Um aber die ganze Insel zu befreien, brauchen wir mehr Energie. Die noblen Platzbewohner sollten noch Funken haben, also gehen wir dorthin. Leg dich ins Zeug, ich warte nicht auf dich. Du meinst, ich darf mit? Halblang machen, Kindchen. Ich würde alleine gehen, wenn meine Knie mitmachen würden. Du bist jetzt meine Knie. Und du tust, was ich sage. Ach du Scheiße. M drücken, um die Karte anzuzeigen. Hier. Ah, guck mal, der Strahl, der geht jetzt hier so durch. Und da ist der Platz. Ich sehe das aber nicht so, wie die Oma das sieht, weil ich würde nämlich eigentlich gerne... Ne, warte mal. Ich würde nämlich gerne ohne sie dahin. Ach nein, wir müssen mit dem Boot. Verstehe.
Nein, die Oma macht mit dem Boot und wir auf Wasser, ne? Ach so. Komm schon, Oma. Sie gibt aber Gas. Oha, wow. Alter, guck mal. Hä? Oh, wie cool. Zum Aufladen des Sprunges leert. Ach, wir können den Sprung sogar aufladen. Warte. Oh ja, Alter, what the hell? Geil. Okay, cool. Sehr interessant. Wie lange streamst du heute? Ich mache bis 21 Uhr und dann machen wir einen kleinen React, Seven vs. Wild. Jeha, wir haben Funken gesammelt. Und dann aus Feiern. Funken, kommt, 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 meine Lieben. Kann ich das hier eigentlich kaputt machen? Oh mein Gott, wir können es ja kaputt machen. Herr Beine. Sigrid, du bist wirklich, du bist echt. Ja, das hoffe ich. Ich habe Leute gesehen, die da drin. Ich dachte, ich bin am Ende, dass das Dunkle mich irre gemacht hat. Aber du bist hier. Du hast mich gerettet. Zum Dank will ich dir etwas geben. Komm mal mit, Liebchen. Oha. Was willst du von mir? Worauf reagieren Frische, worauf reagieren Fische allergisch? Anti-Schuppen-Shampoo. Gar nicht übel, was? Ich will einkaufen. Oh mein Gott. Ich will einkaufen? Na dann mal los. Oh mein Gott, wir können... Alter, es gibt Outfits. Natürliche Haarfarbe, keinen Hut. Aber, hä, warte mal, den, die Headgear sehen wir? Chantal aus der 8B geht zum Karneval, Leute. Was? Ach, naja, gut. Irgendwas Cooles in Kanalfarben wäre halt geil, ne? Wir haben Theorie. Wir haben ja ein bisschen Stuff, ne? So ist es nicht. Ich würde mir gerne jetzt was kaufen. Ist mir egal. Pass auf. Wir gucken jetzt mal. Das sieht ziemlich. Ja, pass auf. Wir nehmen das da. Ne, das war scheiße. Wir nehmen das da. Wie geht es jetzt mit G kaufen? Du brauchst die ganze Tastatur für dieses Spiel. So, und Haare kosten 5. Dann nehmen wir jetzt auch noch was Rotes, Pfeffiges, weißt du? Pfeffiges, Pfeffriges. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Entweder das oder das. Ich glaube, das nehmen wir. Let's do this. Wir sind nämlich der böse Main Character. Ah nein, ich habe kein Geld mehr. Du hast sicher viel zu tun. Du weißt, wo du mich findest. Alles klar, Opa. Oh, warte mal. Oma, warte mal eben. Ich muss mal eben was nachgucken, ne? Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Sind da irgendwo Funken? Okay, das heißt, wir müssen hier zurücklaufen am Ende. Weil ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Doch, warte mal, da ist doch noch. Guck mal da. Sind das... Ne, scheiße, das sind ganz normal Blätter. Och, lame. Nee, gut, dann lass mal weiter. Okay, man kann also seinen Charakter noch designen. Gefällt mir. Oma, es geht weiter, let's do this. Komm. Oha, jetzt hätten wir uns... Das ist nicht normal. Komm rauf an Deck und... Hast du Mama im Dunkel gesehen? Ich sagte du. Du hast ihren Namen gesagt. Wenn du noch ein Wort sagst, solange du auf diesem Ding stehst... Warte, da wollen wir durch. Ich krieg das hin. Moment. Da will ich durch. Ich glaube, das funktioniert.
Und pass auf. Jetzt hier so rein. Nein! Egal, ich konnte auch so hoch. Scheiße. Egal, ich habe ja ein paar. Das ist okay. Oh Mann, wo bist du denn? Geht. Manchmal wünschte ich, Oma würde einfach akzeptieren, dass heute alles. Wow. Die Dinge sind, wie sie sind, stimmt? Alter, guck mal, alte Straßen. Sehr geil. Krabben essen, Wellen schauen. Ich meine, wir sollten einfach das Beste draus machen. Aber nicht Oma. Oh nein. Alles, was sich zu tun lohnt, wurde in der guten alten Zeit viel besser gemacht. Wo ist denn Oma? Einfach nicht locker, weißt du? Damals mit dem Löwenzahn. Vor dem Krieg, als dein Großvater noch lebte, bla bla bla. Den Krieg und Opa ist tot. Ja. Sie gibt mir das Gefühl, als wäre meine Zukunft schon Vergangenheit. Ach ja. Ich meine, Omas haben ja sonst nichts mehr im Leben zu tun. Die erzählen halt alte Geschichten. Das kann ja auch mal ganz schön sein. Ne? Aber also schon ein krasser Weg bis zur Platzstadt. Ich sag's, wie es ist. Das ist kein Kinderschlecken hier. Das war es nie. Ah. Oh mein Gott, ein Luftschiff. Ah, nein. Fuck. Da wollte ich hoch. Über deine Robbe? Ach so, das Ding, über was wir... Alles klar. Komm rein ins Loch. Nein, das kann doch nicht sein, dass ich... Wow. Ah. War aber knapp, du. Manchmal kommst du da aber rausgeschossen, ey. Oh, was haben wir denn hier Feines? Oh mein Gott, ein ganzer Pool davon. Als ob ich bis zu dem Alten da zurück mache, damit ich mir Sachen kaufen kann. Never. Never. Ey, was? Ich wüsste nicht mal mehr, wo der war. Wobei, die Haare hätte ich halt eigentlich schon noch gern, aber naja, scheiß drauf, ne? Oha. Oha! Okay, also wir können sogar noch mehr beschleunigen, indem wir aus der Luft in den Boden reinrammen. Krank. So, Oma ist schon da. Moin. Das ist die Oma. Na klar. Warte mal. Du liebes Gesichtchen. Wo sind denn alle? Naja, fort. Von diesen grausigen Dunkeln fortgespült. Und der Strom ist mit weg? Ja, ich versuche das zu beheben, aber es funktioniert nicht. Oh. In die Türme kommt man nicht rein. Die sind alle verschlossen. Und warum sind die auf dieser Welt noch nicht was? Warum sind auf dieser Welt nur noch inkompetente Narren übrig? Sigi, sieh dich mal nach Funken im Gebiet um, okay? Ich werde versuchen, die zu tricksen, um diese Türen zu aktivieren. Alles klar. Habfunke, 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 hab alle. Und jetzt? Mama. Ah, das wäre zu einfach gewesen. Müssen wir die hier reinmachen? Okay, wir haben anscheinend noch nicht genug Funken. Am Anus, Alter. Guck mal da hinten. Oha, er hat mich rausgeholt. Hat mich einfach krass, Digga. Okay, das ist cool. Weiß nicht, ob wir das machen müssen. Die sind schon ziemlich easy, die Gegner. Wow, okay. Euch habe ich nicht gesehen. Unverhofft kommt selten oft. Schön aufs Maul.
Wow! Kranke Kanone, Digga. Das sieht gar nicht gut aus. Aber hier haben wir einen weiteren Schalter, Leute. Schön, dass wir mit unserem Tool alles umlegen. Also Schalter umlegen, nicht töten. Umlegen im Sinne von töten, das wäre ja auch nicht schön, oder? Für sowas bin ich ja genau gemacht, Mann. Was haben wir denn hier? Eine Broschüre über die neue revolutionäre Energiequelle. Damals waren Funken noch was Neues. Heute nicht mehr. Durch das Löwenzahnwerk wurde Strandstadt wirklich eine Erfolgsgeschichte. Vielleicht griffen es die Dreckpfoten deshalb während des Krieges an. Die mit ihren Dreckpfoten, Alter. Oh, ja, Karama, das Schauer war. Okay, gut, da müssen wir nochmal hoch. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat. Oh, habt ihr den Move gesehen, Digga? Einfach OP. Hier irgendwie? Oh, Mann. Das hätte ich an derselben Stelle fast nochmal verkackt. Funken! Strong. So, warte mal, wo war sie jetzt? Wir sind von wo gekommen? Von da? Nee. Oh, das aber auch noch ein Funk. Ah, nee, scheiße, ist wieder so ein Schalter, Mann. Na! Ah. Boah, ist das cool. So, Oma, reicht das? Guck mal hier. Nee, ne? Geht doch selber suchen, Oma. Weiß nicht, was das hier schon wieder soll, dass ich hier alles machen muss. Geh suchen, hat sie gesagt. Geh suchen. Weißt du? Wer ist der steinerne Riesentyp? Der Typ ist Dr. Thelonious. Ich habe das nicht verstanden, was ich dir über ihn beigebracht habe. Oh, natürlich. Er hat den Webstein entdeckt. Und auch dessen Nutzen. Oh? Meine Güte, danke. Hast du meinen Mann gesehen? Herrn Beine? Ach, das ist Frau Beine. Sehr okay. Sehr gut. Auf dem Rückweg vom Nachtgarten hätte er eigentlich Clara mitnehmen sollen. Es ist Zeit für meine monatliche Untersuchung. Und ich glaube nicht, dass dieser Schlamm mir heute mein Herz gut getan hat. Kannst du nach Clara suchen? Und falls du Horatius siehst, könntest du ihm bitte sagen, dass ich mich auch ein bisschen um ihn sorge? Ich dachte immer, Beines Vorname ist einfach Herr. Er mag seinen Namen nicht so sehr. Für ihn klingt er ein wenig zu vornehm. Ah, okay. Ja, wir haben ihn ja schon gefunden, ne? So ist es nicht. Also. Was ist das hier? Hab ein Ticket von Omas Medikament gefunden. Von denen hat sie mir nie erzählt. Sie will nicht so schwach wirken. Hä? Hier? In einer ganz anderen Stadt liegt ein Teil von Omas Rezept. Stehe ich nicht. Ja, wir müssen im Dezember ein Weihnachts-Event machen, ne, vom Kanal-Plugin. Ich weiß noch nicht wie, wo, was, wo, wann, aber wir brauchen auf jeden Fall ein Weihnachts-Event. Das klappt so nicht? Ne, das klappt so nicht. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Funken dafür. Können wir hier irgendwie mit... Ah, oh, jetzt! Wir müssen das alle besiegen. Das ist Clara! Bäh! Schmeckt das widerlich! Danke, das war furchtbar. Aber immerhin habe ich noch einen Puls, glaube ich. Ich war unterwegs zu Frau Beine. Ich kümmere mich um ihre Herzerkrankung, so gut es mir eben möglich ist. Früher war ich mal Chemikerin, aber der Krieg hat mich zu einem Berufswechsel gezwungen. Wo wir gerade dabei sind... Hast du zufällig mein Stethoskop gesehen? Ich hatte es auf jeden Fall bei mir, als mich dieses Ding erwischt hat. Ich könnte wohl danach suchen, aber bei den Gerüchten über ein Seeungeheuer hier in der Umgebung wäre es noch törichter als sonst, schwimmen zu gehen. Ja, warte. Da muss es ja hier eigentlich sein, oder? Muss ja hier irgendwo auf dem Wasser dann sein.
Hä, muss das da nicht direkt hier sein? Aber wirklich direkt hier? Hm. Weiß ich nicht. Ja gut, finde Claras Stethoskop. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht bist du so eine Art Meerestier? Oh. Als Kind wollte ich immer ein Haustier. Ich habe mal einen Aal in einem Fass gehalten, da ist Oma fast aus den Latschen gekippt. Sie sagte, Aale sind keine Haustiere und mit Essen spielt man nicht. Oma ist so klug. Aua, oh nein, ich werde verprügelt. Die sind zu einfach. Die sind so einfach, dass ich mich freiwillig treffen lassen muss. Nein, Spaß. Da habe ich ein bisschen geschlafen. Ich gebe es ja zu. Oma sagt, es ist Verschwendung, Papier mit Metall zusammenzuhalten. Sie hat so viele Verwendungsmöglichkeiten für die kleinen Klammern gefunden. Zum Beispiel... meine Tür von außen zu öffnen. So ein Powerangriff wäre auch nicht schlecht, ne? Wenn wir den Angriff aufladen könnten. Ich find's krass, dass wir... Hä? Ich find's krass, dass wir das kaputt machen können, das ganze Zeug. Und ich glaube, da oben gibt's noch einen Gegner. Sie leitet es mal aus. Wow. Perfekt. Du musst halt immer, immer in den Angriffsmodus gehen, weißt du? Angriffsmodus ist der beste Modus. Na komm, nach oben mit dir. Ah, schade, das haben wir knapp verpasst. Ich glaube, das schaffst du in einem Rutsch. Oh nein, so ein Randscheiß hier schon wieder. Ich krieg das hin, ich bin ein Fisch. Oh, Alter. Das sind so die einfachsten Sachen, weißt du, und ich verkack immer fast. Sonst gibt's hier nichts? Nö. I don't think so. Okay, gut. Ich glaube, das haben wir. Lol, wir können irgendwie... Was? Wir können irgendwie angreifen. Komm ich denn da rein? Da nicht, ne? Ne. Ich guck mal, ob es hier einen Eingang gibt, aber wahrscheinlich müssen wir erstmal klettern, bevor wir da reinkommen. Oder wir schwimmen einfach außen rum oder fliegen einfach außen rum und sind drinne. Das war sehr close. Alter, krank. Reicht das nicht langsam? Gibt's auch gar nichts? Wie viel möchte Oma haben? Da außen kommen wir aber noch lang, ne? Würde man behaupten, ja. Wir kommen hier auf jeden Fall hoch. Als ob es da nicht hochgeht. Na doch, das kriege ich hin. Warte. So. Oh, cool. Seht ihr? Mit dem Power des Willens ist alles möglich. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr hoch, ne? Ich glaube, wir sollen da gar nicht hoch. Ich probiere es trotzdem. Aber das sieht schon so ein bisschen danach aus, als könnte man da noch hin. Ich glaube, wir müssen das aktivieren, ne? Guck mal, wir kommen da oben irgendwie später hoch. Ah, das muss noch aktiviert werden. Wahrscheinlich über das Ding, was wir für Oma suchen müssen.
Komm, das machen wir jetzt hier noch schnell. Wir machen noch 10 Minuten, Leute. Dann geht's zum React. Terry, ich geht's, danke, dass du mich da rausgeholt hast. Mein Bruder Yoku und ich sind los, um Schnur für ein Fischernetz zu besorgen. Wir haben im Wasser etwas Merkwürdiges entdeckt und wollten uns darum kümmern. Aber dann, wusch, da trat uns eine hohe dunkle Welle. Hast du es auch gesehen? Dieses Monster? Yoku und ich werden es uns schnappen. Für ein Netz brauchen wir 3 große Knäuel, Schnur. Kannst du uns da helfen? Ja, ich denke schon. Aber das Monster wirst du wahrscheinlich nicht fangen, Digga. Trewalds Schattensuche. Workshop. Erfahren Sie mehr über unsere mystischen Nachbarn. Ich hoffe, diesen Ort gibt es noch. Hä, das ist ja genau... Hä, lol. Das ist ja genau das, was wir hier haben. Anscheinend gab es diese Dinge mal. Was habe ich bekommen? Ich habe gerade irgendwas... Ah, das war ein Wollknäuel. War einer der Wollknäuel, oder? Da ist noch kein Saft drauf, ne? Warte mal. Wir müssen erst hier oben drauf. Nein, noch nicht mal. Nein, shit. So, wenn der nicht geht, dann müssen wir wahrscheinlich erst da oben den Strom drauf machen. Genau, hier ist der Generator. Bam, da haben wir noch einen Knäuel. Oha. Alright, dude, alright. Wir haben alles im Griff. Ja, cool, da ist es. Danke für deine Hilfe. Wenn in den Geschichtsbüchern steht, wie Yoko und ich die Stadt gerettet haben, sorge ich dafür, dass du auch erwähnt wirst. Alles klar, danke dir. Falls ich mich noch daran erinnere. Hast du auf dem Weg hierher zufälligerweise Asa gesehen? Sie surft in der ganzen in den ganzen Strandstadtgebiet. Vielleicht bist du an ihr vorbeigekommen. Ich stehe nicht auf Asta, falls du das denkst. Absolut nicht. Rein gar nicht. Nicht im geringsten. Nein, nein, nein. Ich will nicht darüber reden. Na dann halt einfach deine Schnüss. So, wie süß, sag ich nur. Wie süß. Oha, ich glaube, wir haben es geschafft. So, Leute. Ich habe mal hier mal ein bisschen vorgespult. Ich habe jetzt hier gerade wieder eine Stage geschafft und jetzt können wir, glaube ich, da hinten den Turm auffüllen. Das machen wir jetzt mal noch schnell. Das ist auf jeden Fall amazing. Das geht voll gut ab. Also für ein Game mal so zwischendurch, storymäßig, geil. Okay, cool. Jetzt haben wir das hier endlich aktiviert. Können wir hier wahrscheinlich... Ah, alle rein. Das hat aber gedauert. Nun, das sollte reichen. Da. Oh nein! Da wird wohl eine Menge Energie zum alten Burggelände umgeleitet. Oh, gut. Der Bürgermeister, er ist dort hingegangen, als die Pfoten gesichtet wurden. Seit das Dunkle uns reingekesselt hat, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Bürgermeister Claude? Dann müssen wir es ihm wohl gleich tun. Gibt es hier irgendwelche funktionstüchtigen Funkenwerfer? So kommen wir vielleicht durch das Dunkle. Nur den Kleinen, denke ich. Oben, in den Türmen. Ah, natürlich ist er in einem hohen Turm. Sigi, es ist eine Aufgabe für dich. Finde den Funkenwerfer. Na los. Oh, Funkenwerfer klingt spannend. Den will ich noch haben. Ich will noch einmal mit dem Funkenwerfer schießen. Leute. Einmal noch Funkenwerfer. Baby Shark, do 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 do, Baby Shark, do 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 do, Baby.
da los? Schnucki. So. Gucken wir mal. Den holen wir uns jetzt noch. Haben wir schon mal einen Generator. Oh nein. Das muss ich halt noch machen hier. Scheiße. So, hier müssen wir erstmal wieder alle besiegen. Das Ding dann noch befreien. Okay, da kommen wir noch gar nicht rein. Da muss doch irgendwo einer sein. Da ist noch einer. Perfecto mundo. Jetzt müssen wir eigentlich hier rankommen. Perfekt. Und jetzt müssen wir auch da rankommen. Wen haben wir hier? Herr Nelson. Oh, du liebe Zeit, was ist mit mir passiert? Alles wurde schwarz und dann, wer bist du? Oh, ich bin Sigrid, Doris Enkelin. Doris, haben Sie schon lange... Doris haben Sie schon lange nicht mehr gesehen. Was hat sie in den letzten 15 Jahren so gemacht? Sie war nicht untätig. Gehe ich recht in der Annahme, dass du ganz ohne... Bin irritiert. Wo kommt denn die andere Musik her? Hierher gekommen ist, sieht merkwürdig aus. Ich werde nicht weiter fragen, da es mich selbst nichts angeht. Aber vielleicht könntest du mir helfen. Ich habe ein paar Dinge für meinen Sohn gesucht, als das Dunkle hereinbrach. Er arbeitete nämlich gerade am Funkenüberträger. Und ich soll mich vier Hämmer holen. Einen für jede Hand, damit es schneller geht. Ist das wirklich so praktisch? Ich bin kein Heimwerker. Er weiß bestimmt, was er tut. Könntest du mir bitte helfen? Weiß ich nicht. Moin Omen, ich grüße dich. Geh gleich los mit Sam vs. White, Leute. So, da haben wir auf jeden Fall den ersten, glaube ich. Ah, das war knapp. Wo ist der zweite? Da oben ist noch einer. So, hier haben wir auf jeden Fall ein Stromnetz, was wir leider weiterleiten müssen. Nicht leider weiden müssen. Leider müssen wir das weiden. Wuhu! Und es geht hoch hinaus. Alter, hier direkt wieder so ein kranker Pool. Oh shit. Au. Ich wurde gebitchslappt, Leute. Die sind ja richtig in Rage. Was ist denn da los? Das ist der dritte Hammer. The Hammerhead. I wish I had a hammer. Other people wish they had four hammer. Ist auf irgendeinem der Hammer? Da wollte ich noch hin. So, dann müssen wir eins höher. Scheiße, der vierte Hammer ist aber nicht zu sehen, ne? Kacke. Ah, der ist hundertprozentig da drüben, der letzte Hammer. Wobei, eigentlich macht das keinen Sinn, oder? Ja, doch, wird schon schön. So, wir gehen rüber. Wird da drüben der allseits berüchtigte Funkenwerfer sein? Wir werden es gleich wissen. Oh, das sieht aber neu aus. Oha, sieht halt langsam ein bisschen mehr aus. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber es sieht sehr amazing aus. Oh nein. Geht's jetzt hier runter? Da oben komme ich ja nicht hoch, ne? Ach, guck mal, wo wir jetzt sind. Interessant. Als ob ich da nicht hochkomme. Doch, da komme ich hoch. Ich habe das Gefühl, dass in dem Spiel gerade zwei verschiedene Melodien laufen. Weiß nicht, wie es euch da so geht. Ne, hier geht's gar nichts, ne? Ne, hier geht's gar nichts. Dann gehen wir hier runter.
Oh nein. Egal, ist ja nur ein Story-Schnipsel, den wir sogar noch eingesammelt haben. Den wir jetzt aber nicht mehr vorlesen. Aufgrund der Zeit. Ah, Jack. Hus, hus. Patricia? Lucas? Oh, meine Familie. Sie war genau hier, ganz sicher. Was ist passiert? Die Dreckpfoten sollten wieder da sein. Es soll wieder da sein. Wir müssen uns verteidigen, genau wie Bürgermeister Claude gesagt hat. Also wollte ich meine Axt holen. Zu unserem Schutz, wie es aussieht, werde ich das jetzt nicht mehr können. Großer Ozean, ich habe schon so viel verloren. Und Claude sagt, mein Beitrag ist für diese Gemeinschaft entscheidend. Könntest du vielleicht helfen, bitte? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ja, hä? Hör es mal auf, rumzujammern, mein Freund. Soll in erster Linie sehr helfen. So, okay, jetzt haben wir hier wieder irgendwo Strom angemacht. Aber wo haben wir jetzt gerade Strom angemacht? Bin gerade leicht verwirrt. Ach so, Wow. Alles klar. Alter, strong. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nein, wir haben es noch nicht geschafft. Ja, da war ein Funke, den haben wir jetzt nicht bekommen. Schade. Das war jetzt aber sehr knapp, ne? Den nehmen wir noch. Da ist wieder ein Generator, der uns wieder irgendwo hochführt. Wuhu! Scheiße, warte mal. Hab ich das jetzt verkackt? Boah, alles klar. Ich glaube, ich habe gerade sehr viel übersprungen. What the fuck, Digga? Ich glaube, ich habe gerade sehr, sehr viel übersprungen einfach. Aber soll mir nur recht sein? Wer bist du? Ah. Cordelia. Clemens. Hallo, Clemens. Du liebes Gesichtchen. Wo bin ich? Wer bist du? Ich bin Ziggy. Und du? Frau Claude, steht zu Diensten. Claude, wie der Bürgermeister? Ja. Ganz genau, Liebes. Er ist mein lieber kleiner Junge. Ah, Sie kennen sich also hier aus. Ich suche etwas, das sich der Funkenwerfer nennt. Nur mit ihm komme ich zum Burggelände, um dort ihren Sohn zu suchen. Hello. Wirklich? Du rettest ihn vor dem Dunkeln? Wenn wir es bis zum Burggelände schaffen, ja. Nun, das hier ist der Werfer. Das sind Überbleibsel aus dem Krieg. Haben uns vor den Pfoten geschützt. Bitte finde meinen Sohn. Er ist rausgefahren, um die Einwohner zu beschützen. Er braucht jemanden, der auch ihn beschützt. Oha, ich glaube, wir haben ihn jetzt, oder? Wie, das ist der Funkenwerfer oder was? Hä? Ich dachte, wir kriegen jetzt eine Waffe oder so. Das ist es. Burgelände, Ost. Bitte finde Clemens für mich, Kleine. Ich habe nur noch ihn. Aber sei vorsichtig. Unter Wasseroberfläche wurde ein riesiger Schatten gesichtet. Und ich habe in meinem Leben schon genug gesehen, um das nicht gleich abzulehnen. Ach du Scheiße. Okay, hier gibt es also noch einen riesigen, kranken Schatten. Ja, theoretisch geht es jetzt weiter.
Aber... Ah, ich... Schade eigentlich. Ich habe jetzt eigentlich gehofft... Ich habe jetzt eigentlich gehofft tatsächlich, dass wir den... dass der Funkenwerfer eine Waffe ist. In Betrieb waren die Bohrer ein unglaublicher Anblick. Tag und Nacht förderten sie Webstein. Bis zum Platz konnte man ihr Rumpeln hören. Wie ein rhythmisches Schlaflied. Wie funktioniert das? Wie habt ihr die Funken aus dem Webstein gelöst? Das ist ein komplexer Prozess, Liebes. Einfach gesagt, der Webstein wurde in einen Entwirrer gespeist. Funken und Dunkel wurden sorgsam getrennt. Dann wanderten die Funken schnurstracks in den Bauch des Löwenzahns und versorgten die ganze Stadt mit Energie. Und das Dunkel? Ach, das haben wir entsorgt. Das Dunkel schützte die Funken im Boden, aber danach war es überflüssig. Ist das Ei gepellt, hat die Schale keinen Nutzen mehr. Als diese verdammten Pfoten den Löwenzahn hochjagten, wurde das Dunkel in den Speichern natürlich über ganz Strandstadt verteilt. Und jetzt scheint dieser Abschaum eine Waffe daraus gemacht zu haben. Ja, ne? Der Abschaum. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, wir sind jetzt am nächsten Ort angekommen, aber wir machen jetzt hier Feierabend. Wer wissen will, wie es weitergeht, der kann sich das ja gerne mal auch besorgen. Wie gesagt, das hier ist eine Demo gewesen, deswegen nur ein angespielt. Die Türme sind riesig und irgendwie unheimlich. Unheimlich? Das sind nur Maschinen, gebaut zum Wohl der Stadtbewohner. Sie wirken so bedrohlich. Beeindruckend, oder? Mein Ableben wird jetzt im Dunkeln stattfinden, Leute. So, also gerne Wishlisten, falls es euch gefällt. Und ja, wir sind raus. Das war's mit Wavetale.